Hallo, meine Zuckerschnütchen. Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Hier ist eure Melanie. Und wir werden heute in eine neue Short Message reingucken und einfach mal schauen, was die nächsten Tage auf dich zukommt, was für dich wichtig ist. Ja, welche Impulse wir hier aus der göttlichen Welt bekommen. Wie ihr seht, habe ich auch eine schöne neue Deko von meiner Freundin bekommen. Und zwar so eine richtig schöne kleine Elfe hier. Na, so eine Schneekugel, guck mal, wie süß. Und ein Häuschen dazu, finde ich auch mega süß. Guckt euch mal das an, sehr schön. Hat mich mega gefreut. Danke, liebe Jenny. Hat mich wirklich mega gefreut. Ja, und da stellen wir natürlich heute hin. Auch eine schöne Duftkerze hat sie mir noch geschenkt. Habe ich auch gleich angezündet. Ja, und so kann es hier in eine schöne Legung gehen. Lassen wir uns mal ein bisschen auch von den Elfen und Feen hier verzaubern und schauen mal, was die auch für eine Botschaft für uns haben. Ich habe mir heute auch das Fairy Tale Lenormand bereitgelegt, auch mit den Elfen hier. Und mit denen werden wir gucken. So, eine Hauptenergie ziehen wir uns aus dem Vertigo-Orakel von Nadine Breitenstein. Und wer Interesse an den Karten hat, ihr findet die unten alle in der Infobox und auch den Link dazu, beziehungsweise auf der jeweiligen Homepage, wo ihr dieses euch kaufen könnt. So, dann sind wir schon mal gespannt und schauen mal, was hier für eine Botschaft für uns bereitsteht. So. Ui, 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 ui. Da haben wir das Karma. Wut und aufbrausendes Verhalten bringen dich an dieser Stelle nicht weiter. Lerne dich zu distanzieren und das Leben wird so viel einfacher für dich werden. Okay, also vielleicht hast du ja aktuell etwas, was dich wütend macht oder es kommt hier etwas auf dich zu. Und hier ist eigentlich so der Rat der Karten, den ich gerade reinbekomme, ne, dass du nicht wütend oder aufbrausend sein solltest. Also vielleicht schaust du, dass du nicht aus den Emotionen raus reagierst, weil wie gesagt, wir wissen immer, ne, wir hauen dann relativ schnell irgendwelche Sachen raus. Für den Moment mag es passen, nur die Frage ist, passt es dann auch noch für den weiteren Moment, passt es noch für morgen, für übermorgen und so weiter, ne, wisst ihr das immer. Also wenn hier etwas ist, ne, lerne dich zu distanzieren, vielleicht auch erstmal Abstand zu der ganzen Sache zu bekommen, ne, dann verraucht die erste Wut immer, das ist so. Und dann vielleicht nochmal gucken, was man dann machen kann. Ne? Also hier geht es darum, dass du dir das Leben ein bisschen einfacher machst. So, stellen wir das mal hier hin. Und jetzt schauen wir mal genau, um was es geht. Was macht dich denn hier wütend? Oder was hat dich vielleicht schon wütend gemacht? Da bleibt immer eine Karte liegen. So. Da haben wir schon mal dich selbst. Ja, es kann ja sein, dass du vielleicht auch auf dich selber wütend bist oder eben, wenn du hier wirklich in diese Sachlage kommst, ne, dass du eben derjenige bist, der hier dann auf jemand anders wütend ist. Also entweder bist du es auf dich selber oder es gilt einer anderen Person. Hier haben wir auch die weibliche Energie drauf, ne? Das Annehmende und Empfangende. Es ist jetzt gar nicht auch hier in die Aktion zu treten. Also hier ist irgendwas, wo man sagt, Eile mit Weile. Schauen wir mal weiter. Ei, 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 ei. Ja, was kommt denn da auf dich zu hier? Haben wir schon wieder die Sense, ne? Gott sei Dank, umgekehrt zu dir hin. Na, wir schauen jetzt gleich mal. Also du müsstest hier aus dieser Sache eben ja, ruhig rausgehen. Na, wir haben das mit der umgekehrten, der umgekehrten Seite zu dir, also mit dem Stil. Das steht zwar auch für die Spontanität, ne? Vielleicht ein gereiztes Thema, eine Verletzung oder man fügt dir wieder irgendetwas zu. Schauen wir mal die dritte Karte an. So, hier ein Konsens. Ah, da kommt die Blümchen, wäre eigentlich was Schönes, aber da kappt das die ganze die Sense. Okay. Und unten drunter haben wir schon wieder den Stress. Ja, hervorragend. Die Eulen können natürlich jetzt hier mehrere Personen darstellen. Es kann eine gewisse Person darstellen. Wir klären gleich weiter ab. Auf jeden Fall stresst dich das Ganze wieder. Und das ist ja genau das, was die Karte hier sagt. Na, lass dich überhaupt gar nicht erst in Stress versetzen. Ja, schauen wir, wir haben hier Streitgespräche. Na, Routen. Die Eulen zusammen. Guck mal, hier sieht man es. Da redet einer.
Na, bla 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 bla. Und sie hält sich hier schon die Ohren zu. Oder er, wie auch immer. Ne? Man, dass man's können auch zwei Sie's sein, sehe ich hier gerade. Ne? Beide haben ein Röckchen an. Also es könnte eine Auseinandersetzung hier mit einer Dame sein. Es kann aber auch eine Auseinandersetzung mit jemandem sein, ja? Vielleicht mit mehreren Personen, na? Wo man hier schon wieder irgendwie, jo, hier geht's, hier soll es eigentlich um eine Veränderung gehen. Na? Vielleicht auch etwas, was schon länger im Raum steht. Auf jeden Fall, ja, wenn man so miteinander spricht, na? Dass man es hier schon wieder irgendwie, ja, dass man den anderen schon wieder verletzt oder so, dann kann hier eigentlich auch nichts Ordentliches stattfinden. Guck mal, wir haben hier das Schiff mit dem Turm, ja. Da ist eine Veränderung, oder wenn sich etwas verändern sollte durch Gespräche, dann mit Sicherheit nicht so, weil dann wird das Ganze wieder in den Turm gesetzt. Ne? Was haben wir hier noch? Jo, bleibst dir treu und loyal, das ist wichtig. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was uns das hier alles zeigen möchte. Also auf der einen Seite haben wir entweder, na, dass du auf dich selber wütend bist, wenn du hier wirklich etwas raushaust. Das würde dir selber auch irgendwo die Leichtigkeit und die Lebensfreude nehmen. Achtung! Oder es kommt hier wirklich etwas durch eine gewisse Person rein, wer auch immer das jetzt sein mag, schauen wir gleich. Ja, wenn man so auf dich zugeht, ne, dann ist hier auch gleich wieder irgendwo Schicht im Schacht. Wichtig ist, dass du hier ja, nicht überreagierst, ja, und dich dadurch aus deiner Leichtigkeit werfen lässt, sondern wirklich hier aufpasst. Wir haben in der Mitte die Sense, ist eine Warnkarte. So. Schauen wir mal. Was das hier schon wieder ist, ne? Es kommt auf jeden Fall sehr schnell auf dich zu. Wir haben ja schon mal den Reiter, also sehr viel Action, die reinkommt. Aha. Und die Wege. Also Achtung vor zu spontanen, schnellen Entscheidungen. Na, das ist also genau das, was die Karte hier sagt. Wege genau ab, ja, weil, wie gesagt, wenn etwas reinkommt, was dich hier wieder irgendwo, oder man versucht, dich wieder irgendwo zu sticheln, ja, ich bekomme das auch rein, dass man dich hier schon wieder irgendwo sticheln will. Vielleicht geht es dir aktuell sehr gut und eine andere Person erträgt das schlicht und ergreifend nicht. Das kann auch sein, ja? Versuch mal wieder zu sticheln. Und es kann auch sein, dass man von dir hier sehr, sehr schnell eine Entscheidung haben möchte. Man möchte hier sofort prompt irgendwas von dir haben. So, und jetzt ist für dich hier eigentlich die Warnkarte da, dass man sagt, lass dich hier nicht in die Enge treiben oder ins Bockshorn jagen, wie man so schön sagt, ne? Sondern bleib hier wirklich in deiner Leichtigkeit, weil sonst wird dich das Ganze hier wirklich stressen. Also das heißt, wenn hier Streitgespräche reinkommen, wo jemand meint, er könne damit irgendwas verändern, ja, wir haben ja schon gesehen, hinten war der Turm. Na, also lass dich auf sowas gar nicht ein, weil das ist im Endeffekt keine Basis, ja, keine Basis für eine Unterhaltung und schon ja gar nicht, wenn man dich hier in irgendeiner Weise unter Druck setzt. So, jetzt kann es natürlich auch um dich selber gehen, dass du hier achten musst darauf, dass du dich auch nicht selber unter Druck setzt, ja, sondern dass du hier wirklich ja ruhig bleibst in deiner Leichtigkeit und wie gesagt, dich nicht irgendwo da anpfeffern lässt. So. Wenn du das selber bist, na, dann auch Achtung, dass du hier nicht etwas raushaust. Das wollte ich eigentlich sagen. Schon total deppert. Was du hinterher vielleicht bereuen könntest. Na? Also Achtung hier. So, schauen wir mal. Aber wisst was? Ich kläre das nochmal mit einem zusätzlichen Deck ab. Ich möchte jetzt hier nochmal auf den Reiter und auf die Wege. Um welche schnelle Entscheidungen geht es denn hier? Oder um welche? Kann auch eine schnelle Lösung sein. Also das, was hier so grutschelt, das ist mein Ball. Ich habe hier noch nicht die richtige Position gefunden. Das kann auch sein, dass man von dir wirklich eine schnelle Entscheidung haben möchte. Eine schnelle Lösung, schnellen Weg, irgendwas schnell, schnell, schnell. Wieder schnell, schnell, schnell. So, was haben wir denn auf den Reiter? Nochmal den Reiter. Okay. Also das kommt hier in Windeseile auf dich zu. Und man will hier irgendwas ins Positive haben. Also wenn du hier eine Entscheidung triffst bei dir, ja, dann ist es wichtig, dass die, jetzt haben wir eigentlich genau das da. Wenn du hier eine schnelle Entscheidung triffst, dann beachte, ob sich das für dich tatsächlich gut anfühlt. Ja, das ist eigentlich genau der einzige Satz, den ich hierzu reinkomme. Ob du wirklich damit zufrieden bist, ja, dass du das auch wirklich fühlst, wenn du diese Entscheidung triffst.
Weil, oder wenn es hier jemand anders ist, der hier schnell eine Lösung haben möchte, dann ist es, weil man eben hier wieder irgendwo was ins Positive bringen möchte. Man möchte schnell wie einen Ausgleich haben, man möchte schnell irgendwie wieder glücklich sein, sein Ziel erreichen, irgendwo Erfolg haben. Auf jeden Fall haben wir hier Windeseile drinnen, ne? Also hier muss irgendwas sehr, sehr schnell gehen. Und wie gesagt, lass dich hier nicht unter Druck setzen, weil das bringt es nicht und setz dich auch selber nicht unter Druck. So. Schau mal, da haben wir Großmutter Weide. Und das steht für die Klugheit. Ja? Also hier ist es wirklich, sei schlau und schalte hier wirklich deinen gesunden Menschenverstand ein. Ja? Nicht aus dem Ego raus, aus einer Verletzung raus. Na, das sollte auch dann die andere Person im Endeffekt tun. Dass man hier nicht schon wieder irgendwie ja, einen vom Latz bricht. Na? Es ist irgendwie so ein Druck drinnen, den man hier merkt. Vielleicht, hier geht es eher auf diese Weisheiten, die du schon alle gesammelt hast, ne? Diese Erfahrungen, aufgrund der Erfahrung. Ja, du hast bestimmt schon mal, wenn du einen Schnellschuss gemacht hast, dann war es halt vielleicht hinterher nicht so schön, ne? Hat man wieder aus der Aufbrausenden und aus der Wut gesagt. Ne? Und so gilt es auch hier für jemand anders. So, schauen wir mal weiter. Wir brauchen einen Kontext hier. Schau mal, wieder das Ass der Schwerter. Es geht hier um klare und kluge Entscheidungen. Also hier ist es wirklich so, dass nichts über den Zaun gebrochen werden sollte. Definitiv nicht. Also von dir nicht und auch hier, was immer hier für eine Sache reinkommt, eigentlich auch nicht von der anderen Person. Ne? Und wenn das wirklich so ist, dann wirst du mit dem Ast der Schwerter hier noch einige wichtige Erkenntnisse dazu bekommen. Ja? Das heißt also, hier wird die Klärung liegt da und du kannst auch diese Situation mit dem Ast der Schwerter hier wirklich ja, erfolgreich meistern. Aber es geht tatsächlich darum, dass man hier eine kluge Entscheidung oder eine kluge Lösung findet, aber mit Sicherheit nicht mit Druck. Hier haben wir Druckmittel da. Und es wäre ja, ne, also wenn die Sense in den Blumenstrauß schlägt, Leute, das ist für mich ist das etwas nicht Schönes. Ja, also es kann auch sein, dass man die hier wieder irgendetwas für etwas Schönes verkaufen möchte, aber letztendlich ist es nichts Schönes. Ja, oder wenn du diese Einladung vielleicht, wir haben hier auch eine spontane Einladung, wenn du vielleicht diese Einladung nicht annimmst, ja, oder erstmal dich nicht für ein Gespräch öffnest, dann wirst du hier sehen, was Sache ist. So, jetzt klären wir aber die Sense mal hier ab. Da haben wir die Störche. Es geht also um eine Veränderung, um einen Wandel. Und den Hund. Okay. Also für einige kann es hier tatsächlich in Freundschaften um etwas gehen. Wir hätten hier die Störchendame. Das kann auch hier jemand sein, der dir da am Herzen liegt, ja. Irgendjemand, der dir sehr wichtig ist, wo du vielleicht aufpassen solltest, ne? Weil hier sollte mit den Störchen eine Veränderung stattfinden. Es kann aber auch hier, ne, um einen Mann gehen. Es kann dein Seelengefährte sein, es kann, je nachdem, wie du hier guckst, jede Art von Mann sein. Es kann auch, wie gesagt, jemand mit dem Bekannter, Befreundeter, jemand aus der Familie, dein Bruder, ist wurscht, wer es ist, ja. Hier geht es darum, dass es im Endeffekt um eine Veränderung der Perspektive geht, ja, oder dass man hier vielleicht mal die Meinung, die man hier hat, überdenken sollte, ja. Und das kann jetzt eben, weil ich hier schon sagte, hier kommen wichtige Erkenntnisse rein oder vielleicht eben genau durch den Druck, den man dir da ausübt oder vielleicht, ja, zweifelt man hier auch deine Treue und Loyalität an, das kann auch sein, ne. Dann ist es aber auch hier im Endeffekt so, dass diese Person wohl mal genauer hingucken sollte, ob das tatsächlich so ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es direkt dich betrifft, du wirst es wissen, wenn hier irgendwas im Argen schwebt, ne? Oder wenn jetzt hier irgendein Freund irgendwas nicht erwarten kann und möchte von dir eine schnelle Entscheidung und handelt dann ein bisschen aus, ne? Dann wäre hier eigentlich auch die Warnung zu sagen, gut, dann sollte diese Person vielleicht auch mal überdenken, ob diese Art und Weise, wie man hier mit dir umgeht oder wie man hier mit dir nach vorne gehen will, richtig ist. Ne? Und genauso kann es auch für dich selbst stehen. Ne? Dass also, wenn hier irgendwas reinkommt, dass du in deiner Gelassenheit bleibst, ja. Vielleicht auch hier die Perspektive nochmal veränderst. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein klassisches Fehlverhalten dulden muss,
aber vielleicht auch mal die Sichtweise dieser Person kurz mal sieht, ja, bevor man den ersten Dampf ablässt. Also auf jeden Fall haben wir hier eine Veränderung drin. So, auch da klären wir nochmal ab auf die Störche und auf den Hund. Okay, da haben wir die Fische auf die Störche. Und auf den Hund haben wir nochmal den Hund. Könnte ein Seelengefährte sein. Jemand, mit dem du vielleicht auch eine tiefe Freundschaft hast, eine tiefe Verbindung hast, ne? Also münzt das für dich um, wer das für dich ist. Vielleicht hat dieser Mensch auch eine sehr materielle und finanzielle Denkweise. Ja, es könnte hier vielleicht auch etwas um finanzielle Angelegenheiten geben, ne? Dass man hier sagt, ja, ich brauche jetzt hier Geld. Na, du musst mir jetzt etwas leihen und zwar sofort. Ne? Es ist halt keine schöne Art und Weise, so vorzugehen. Ne? Ansonsten ist es einfach hier, da geht es um Gefühle, ne? Da geht es um die Seelenebene und da muss sich auch irgendetwas verändern. So, ja. Es ist ja wieder mega spannend hier. Guck mal, da haben wir auch schon wieder die Sanduhr. Zwei Warnkarten auf einer Warn-, also die eine Warnkarte auf der anderen Warnkarte, ne? Dass man sagt, so, das ist hier irgendwo eine Zeitverschwendung. Na, wenn hier jemand nichts verändern will, ne, und sich nicht mit seinem Seelenleben auseinandersetzen möchte, ist immer Punkt 1, dann ist es einfach hier Zeitverschwendung. Oder diese Person sagt, naja, wenn du dich hier nicht entscheiden kannst, na, ich warte hier doch nicht vergeblich auf dich, bis du hier mal weißt, was du willst. Ja, das ist ja absolut sinnlos. Und dadurch will man dich drängen. Man will dich hier auf einen, also entweder will man dich auf einen Weg drängen, den du vielleicht noch nicht gehen willst oder wo du noch nicht bereit dazu bist, oder man will dich hier in eine Entscheidung reindrängen. Also sie kriegt es immer so, als ja, würde man dir das Messer hier ansetzen, na? Weil hier einfach irgendjemand sich nicht im Griff hat oder weil hier jemand einfach nicht warten kann, ja, oder weil er irgendwie sagt, nur, das ist ja eh aussichtslos. Na, also was immer hier vorgefallen ist, das wirst du am besten wissen. Aber hier ist so, man, ja, wie wenn man dich hier versucht, tatsächlich in eine Ecke zu drängen, ja, oder dich zu einer Entscheidung zu zwingen. Ja, es ist ja auch wieder so, die Sense ist ja auch so ein Druckmittel. Und dadurch, wenn das passiert, durch diese Person, ja, wir haben hier zweimal den Hund drauf, ja. Schaut es nicht so gut aus für diese Person, würde ich mal sagen, ja. Und du musst halt aufpassen, dass du dir hier nicht deine Leichtigkeit hier kappen lässt und das ist so ein Müll. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, weil das ist, wie gesagt, keine Vorgehensweise, ja, die man so ausübt. Na, wenn man ein Problem hat, dann kann man ganz normal miteinander sprechen. Je nachdem, was halt vorgefallen ist, das ist ja auch wieder die Geschichte dazu, ne? Aber man geht mit Sicherheit nicht her und zwingt jemanden. Oder setzt jemanden das Messer an die Kehle. Das tut man nicht. Ja? Und umgekehrt ist es für dich auch so, dass man sagt, nee. Also ich nehme aber eher wahr, weil wir hier zweimal die männliche Person drauf haben oder einen Freund, eine Freundin, wie auch immer, eine andere Person, dass es da schwer um dich geht. Ja? Dass hier jemand versucht, dich zu einer Entscheidung zu drängen. Und das kann hier sein, dass man eben auch deine Treue, deine Loyalität, dein Vertrauen, deine Gutmütigkeit in Anführungsstrichen in Frage stellt, ja. Mir kommt das auch so rein, so ungefähr eher, wenn du mir nicht hilfst, na, dann bist du keine Freundin oder dann bist du kein Freund. Oder wenn du jenes und dieses nicht machst, ja, dann hat das alles keinen Sinn. Ja, das ist so abgespackt, ne? Das braucht wirklich kein Mensch. So. Ja, hier haben wir die zwei der Münzen. Das ist wie so, schau mal, wir haben hier jemanden, der jongliert hier ein bisschen rum, ne? Und wenn ich halt zu lange jongliere und ein bisschen, ja, nicht aufpasse, dann kann das Ganze halt schnell in den Boden runterfallen, ne? Weil hier hat keiner oder diese genannte Person hier, ne? Was, oder vielleicht ist es, ja, es ist eine Person, nehme ich so wahr, weil man hier im Endeffekt nicht wirklich eine Verantwortung übernehmen möchte. Sagen, drücken wir es mal so aus. Ja, ihr merkt schon, ich habe hier gerade ja, einen Knoten in der Zunge, weil das schon wieder so unglaublich ist.
Aber wir sind ja energetisch wirklich so, wie würde man in Bayern sagen, dass der Sau graust. Es ist wirklich so, ne? Aber der ganze Schlamm und der ganze schleimige Lügenscheiß und ich weiß gar nicht, wie ich es noch nennen soll, ja, diese komischen zusammengezimmerten Konstrukte, die nichts wert sind, die fliegen halt jetzt in die Luft. Ne? Also das heißt, du wirst auch hier im Endeffekt über eine gewisse Person Erkenntnisse bekommen, dass man sagt, genau, nicht. Ne? Also vielleicht ist es jemand, von dem du es nicht gedacht hättest, das kann auch sein, oder dass du überhaupt nicht auf die Idee gekommen wärst, dass jetzt irgendjemand hergeht, dich unter Druck setzt und dann vielleicht noch deine Loyalität unter Frage stellt. Ne? So ungefähr, ja, du machst dir das sowieso nicht, bla bla bli. Aber hier ist wirklich jemand, der will gar keine Verantwortung übernehmen, sondern das ist schon wieder so auf die Verantwortung auf dich rüberwälzen. Ja, du musst das ja entscheiden, weil du bist ja verantwortlich und so weiter. Ne? Also schon wieder so ein Gedöns. Also hier ist jemand nicht in der Standfestigkeit drinnen, sondern ja, wirklich die Entscheidung auf dich abzuwälzen. Also von dir hängt dann alles ab. Und wenn du jetzt so und so sagst, dann bist auch du der, der das hier verbackelt hat, so ungefähr, ne? Also es ist keine schöne Energie wieder mal. So, jetzt schauen wir mal auf die Blümchen. Ja, hier geht es um eine Verbindung. Es kann auch hier ein Kollege sein, ne, in der Arbeit, der dir da irgendwas aufmunzeln will und dass du das jetzt entscheiden musst, ne? Weil du da, was weiß ich, die Schlauere bist und weil das ist ja deine Verantwortung. Also dieses, ich krieg das immer, dieses Verantwortung abwälzen auf jemand anders, weil hier jemand nicht für sich selber irgendwo einstehen kann, weil hier jemand nicht bereit ist, irgendwo mal etwas zu verändern oder vielleicht irgendwo die Sichtweise zu verändern, ne? Sondern eher sagt, naja, wenn du jetzt das und das nicht machst, ne, dann ist es halt so und so. Und da ist es für dich wirklich zu sagen, hey, was ist das hier für eine Verbindung? Na, wenn ich mich da von dir unter Druck setzen lassen muss oder wenn du so an mich rangehst, muss man echt hinterfragen. Ne? Wir haben auch den Schlüssel, das wiederholt sich, da wiederholt sich etwas. Na, vielleicht hast du das schon mal gehabt und jetzt kommt das wieder auf dich zu, weil hier auch ein Sicherheitsthema, wie man sieht, na, eine große Rolle spielt. Und hier möchte jemand eine sichere Entscheidung haben von dir. Ja, und deswegen drängt man dich da so rein. Du bist derjenige. Ne? Du bist verantwortlich, du hast den Schlüssel. Du entscheidest, ob das hier weitergeht oder nicht. Oder du entscheidest, was hier abgeschlossen werden soll oder nicht. Das kann auch ein vertragliches Dinge sein. Ne? Also eigentlich bist du der Hanswurst. So könnte man es auch sagen. Ne? Schauen, da haben wir wieder die Ruten. Ach, da ist er doch schon wieder. Guck, der Fuchs. Ne? Aber Gott sei Dank, der Sarg. Das heißt, du kannst das Ganze hier im Endeffekt bereinigen und diesen ganzen falschen Rotz, der hier wieder rumwuselt, ne, es ist einfach wirklich zum Abkauen. Ne, das kannst du hier im Endeffekt beenden, wenn du wirklich in deiner Größe bleibst, ne, in deiner Stärke und dich wirklich aufstellst und sagst, Moment mal, aber das ist mir alles zu blöd. Ich lasse mich doch nicht ständig von dir hier belasten. So, und da könnte natürlich hier, ne, ich sage ja, der Herzensmann könnte hier auch bei einigen eine Rolle spielen, es kann aber auch eine andere Person sein, ne, dass man sagt, nee, ich habe wirklich keine Lust mehr, ständig deinen Ballast hier auf mich umwälzen zu lassen, ne? Da habe ich wirklich keinen Bock mehr, das stresst mich nur noch permanent, ne? Und ich will eigentlich hier die Sonne haben. Und das kann sein, dass dir durch diese Kommunikation vielleicht auch nur mal ein Licht aufgeht, ne? Wo man sagt, so, Geheimnisse, nicht ausgesprochene Dinge nochmal an die Oberfläche auch kommen. Na, oder deine Lernaufgabe jetzt endlich mal abgeschlossen wird, in dem Sinne, weil man hier sagt, nee, also hier kommt ja wirklich die Klarheit rein, was hier Sache ist, ja, dass das jemand aus der Angst raus macht, aus seinen Unzugänglichkeiten, aus Zweifeln, ne? Und das wird sich hier klären und zwar ziemlich schnell. Das ist eine Blitzerkenntnis. Wenn nicht dieser Mensch, ja, hier durch, weil du dich ja an deine Größe stellst und sagst, nee, also ständig lasse ich mir nicht dein Kreuz umhängen, na, kümmere dich selber um deinen Scheiß hier. Dann kann es sein, dass du das kommunizierst, na, und dass dieser Mann dann plötzlich eine Blitzerkenntnis darüber bekommt, was hier eigentlich Sache ist, dass es wirklich nur wieder aus seinem eigenen Scheiß entsteht. Ist ja auch so, ne?
geht in die Tiefe. Ja, es ist wieder mal unglaublich, unglaublich. Also hier versucht man wieder irgendwas auf dich abzuwälzen, für das du einfach schlicht und ergreifend nicht verantwortlich bist. Ja? Das ist so die Essenz. So, auf den Ring haben wir den Sarg. Ja, da ist hier gleich Feierabend, ne? Und da haben wir die Lilien. Ja, also guck. Wie ich schon sagte, hier ist jemand, der versucht, eine Verantwortung auf dich umzuwälzen. Und hier ist es wichtig, das ist eine Sache, die sich wiederholt. Das kennst du schon, das ist ja nicht unbekannt. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar, wie gesagt, muss es so sein, dass eben genau jetzt nochmal diese Erkenntnis dazukommt, dass man sagt, also solange du hier nicht deine Perspektive änderst, na, und mich hier ständig unter Druck setzt, dann kannst du dir hier unsere Verbindung in den Hut stecken. Weil ich bleibe hier mit Sicherheit in meiner Ausgleich, in meiner Mitte. Wie ich es eigentlich hier schon sagte, dass man sagt, ich habe keinen Nerv mehr, mir ständig deinen Scheiß hier umhängen zu lassen, sondern dann guck ihn dir an oder guck ihn dir nicht an. So einfach ist das. Ne? Und wie gesagt, deswegen bringt es nichts, na, wenn du merkst, dass sich das Ganze hier schon wieder wiederholt, es bringt nichts, wenn du wütend bist und es bringt nichts, wenn du aufbrausend bist, es bringt einfach nichts, sondern sich wirklich zu distanzieren. Also wenn das auf dich zukommt, ja, dass du dich wirklich distanzierst und sagst, ja, dann blas mir einfach den Schuh von hinten auf, mein Freund oder meine Freundin. Ja? Egal, wer es hier ist, weil wir wieder den Stress drunter. Ja, also hier versucht dich jemand wirklich permanent zu stressen mit Nachrichten, ja, oder es kommt hier etwas rein, da guck, ne, weil hier jemand einfach blockiert ist, weil hier jemand Schwierigkeiten hat, ja, dann soll er sich das anschauen. Also hier ist für dich, hier ist nichts zu tun. Deswegen haben wir hier auch die weiblich annehmende, empfangende Energie. Ja? In deiner Mitte bleiben, in deinem Ausgleich, in deiner Leichtigkeit nichts tun. Es liegt hier keinerlei Aktivität. Ja? Wenn man es mal so sehen würde, würde die Aktivität hier auch blockiert werden, dass man sagt, es bringt gar nichts, jetzt hier rum zu kommunizieren und, ne, und Stress zu machen. Lass das. Da. Sondern bleib in deinem Neuanfang, guck, dass du für dich hier in deiner eigenen Sicherheit bist, ja, und dann fängst du halt nochmal von vorne an. Aber lass das, ne? Weil diese Unklarheiten, dieses schwammige Scheiß, das dauert nicht mehr lange, dann verändert sich das Ganze. Hier muss jemand einfach ein Einsehen haben, dass es so nicht weitergeht oder dass man so das nicht macht. Und wichtig ist natürlich auch, dass du das nicht mit dir machen lässt, ne? Das ist auch wieder eine Sache. So. Ja, schau mal, da haben wir sogar das Portal des Schicksals. Schicksalhafte Entscheidung, entweder oder, es gibt kein Zurück. Ja, genau. Aber das bestätigt wieder das, ne? Also entweder machst du jetzt oder ich bin weg. Oder entweder machst du das jetzt für mich, weil dann bist du nicht mehr meine Freundin. Weil eine Freundin oder ein Freund, der würde sowas machen. Ja, da kannst du drauf pfeffern. Weil wenn du das nicht entscheiden kannst jetzt, ja, oder vielleicht hier finanziell nicht aushelfen kannst, zum Beispiel jetzt ist, ne, finanziell ist jetzt wirklich ein Beispiel. Bitte dich ein Freund um Hilfe. So, du kannst aber vielleicht nur, was weiß ich, im 100 Euro leihen. Er braucht aber 1000 Euro. Ja, dann ist das kein Grund, hier auf dich loszugehen, sondern er ist ja für den Scheiß, den er sich hier auch gemacht hat, selber verantwortlich. Ja, dafür bist du nicht verantwortlich. Ja, man kann ihm unter die Arme greifen oder ihr, vielleicht mit einem kleinen Obolus, sofern dir das halt möglich ist. Aber auch wenn es dir nicht möglich ist, ja, hat diese Person hier nicht das Recht, dich anzuscheißen. Ganz einfach. Selber reingesetzt, selber bitte wieder rausholen. Ja, wie wäre das zu sehen? Ne? Da baue ich hier Bockmist. Und dann schiebe ich die Verantwortung auf jemand anders rüber und sage, ja, jetzt habe ich hier eine Bredouille und du musst mir aber jetzt helfen. Ja, aber du hast es ja auch nicht verursacht. Na? Also ist mit den Finanzen jetzt einfach ein Beispiel. Oder wenn hier jemand mit der Partnerschaft, ja, aber du musst jetzt die Entscheidung treffen, ne? Weil ich kann jetzt hier nicht mehr warten. Ja, dann bitteschön. Dann sollen die Personen einfach gehen. Ja, wenn die meinen, dass das der richtige Weg ist, Druck auszuüben oder an dich wieder zu verletzen, indem man dich anzweifelt, was deine Treue und Loyalität betrifft, ne? Oder dass du nicht helfen würdest, obwohl du eh ständig hilfst, ja, dann soll diese Person einfach das Weite suchen. Ne? Das ist jemand, der hier einfach wieder die Verantwortung überwälzen muss. Und für dich geht es hier ganz klar darum, eine kluge Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, mach ich nicht. Ja, weil das so jemanden, da drängt man überhaupt gar keinen zu einer Entscheidung. Ja, entweder hilft jemand gern und weil das auch möglich ist. Es geht ja auch darum, ob es möglich ist. Ja, also wie gesagt, mich persönlich
würde das nicht, also mich würde das richtig ankotzen, ja, wenn hier ein Freund oder eine Freundin auf mich zukommen würde und sagen, hey, ich habe jetzt gerade finanziellen Notstand, bla bla blub, kannst du mir helfen? Ja, und wenn ich sage, Cam, okay, wie viel geht's denn? Dann sage ich, ich brauche hier ein paar, weiß ich nicht, paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro. Ja, wenn ich das finanziell aber nicht gebacken kriege, selber, ja, wieso sollte ich mich dann auch noch in die Scheiße reinreiten? Ich kann es nicht. Auch so gerne ich es geben würde, ja, ich kann halt vielleicht anders unterstützen, da sein, zuhören und vielleicht Lösungen suchen, ja, aber ich kann halt dann im Finanziellen nicht aushelfen. Punkt, Ende aus. Und vielleicht hast du das schon mal gemacht, ja, weil sich die Sache wiederholt, dass du schon mal jemandem Geld geliehen hast und jetzt kommt da wieder jemand und sagt, jojo. Also das ist, ne, kann jetzt ein Beispiel sein, muss es nicht. Oder eben mit anderen Sachen. Na, dieses Jahr entweder oder. Ja, dann entweder oder, wenn es so läuft, dann wird hier nichts mehr. Dann ist die Beziehung tot. Ja, dann muss man sich verabschieden von solchen Menschen. Schau mal, wir haben hier unterm Deck den Geburtstagszauber. Na, das ist eigentlich eine sehr schöne Karte. Das heißt, eigentlich geht es hier um ein schönes Ereignis, ne? Und dieses schöne Ereignis im Endeffekt für dich selber einzustehen, in deiner Leichtigkeit zu bleiben und dich hier nicht zu stressen, ja, und zu sagen, so, nö, machen wir aber nicht so. Vielleicht ist es genau das Geschenk, was du dir gewünscht hast, dass du endlich mal für dich selber einstehen kannst, ja, oder dich durchsetzen kannst. Oder das Geschenk ist, dass diese Person da tatsächlich eben dein Leben verlässt. Na, schau mal, da haben wir Madame Plaisir, da geht es um einen Ausgleich, ne? Dass man hier im Endeffekt wieder mit sich selbst im Einklang ist. Dass man sich gut fühlt. Und das ist ja jemand, der lässt sich ja nicht gut fühlen. Dann kann es sein, dass man diese Verbindung erstmal in den Stillstand steht, ja, Akt, Akte und sagt: So, na, ist das jetzt. Ich lasse mich von dir hier nicht drängen. Oder wenn sich jemand trennen will, ja, kann auch sein. Also, ja, was ist jetzt? Weil dann trenne ich mich, weil ich warte ja nicht länger. Ja, dann bitte. Ne? Es ist klar, bringt dich das in Aufruhr und klar mag dich das verletzen und klar mag dir das wehtun, aber wichtig ist wirklich, bleib du in der Leichtigkeit, weil das ist keine Art und Weise und das musst du dir immer vor Augen halten. So geht man nicht mit einem Menschen um. Und das kann jetzt, ist wurscht, ob es ein Familienmitglied ist, wo man vielleicht gerne helfen würde, ja, aber manchmal sind halt einfach die eigenen Grenzen erreicht, ne? Oder es ist eine Freundin, Freundin und auch wenn es hier um den Seelenpartner, Wunschpartner geht. Ja, irgendwann ist halt einfach auch mal der Zenit erreicht. Und hier haben wir die Acht der Schwerter. Das heißt, lass dich da nicht länger in irgendetwas beschränken oder in die Enge treiben. Weil da kannst du dich nicht selber entfalten, sondern du fängst wieder an, auf deine eigenen Interessen zu verzichten, sondern hilfst hier wieder, ne? Und reinkommt, tut aber dann wieder nichts mehr. Sehr konsequent sein, ne? Der Herrscher. Hier haben wir wirklich Willensstärke und zu sagen, so. Klarheit auch hier wieder Struktur reinbringen, weil hier ist jemand in irgendwelchen Abhängigkeiten drin. Guck. Kann auch sein, dass es jemand ist, der psychische Probleme hat, na, wo du auch nicht helfen kannst oder wo er mit Schattenthemen beschäftigt ist, wo er nicht helfen kannst. Ja, also ab, du kannst hier nicht helfen. Das muss sich diese Person hier selber anschauen. Ja, aber du bist hier göttlich beschützt mit dem Stern. Definitiv. Alles wird gut. Ja, das ist jetzt, da kommt noch mal was rein und da musst du jetzt echt schauen, dass du da durchgreifst, indem du sagst, nee. Weil das hat nichts mit Vertrauen zu tun, das hat nichts mit Treue zu tun, das hat nichts mit Loyalität zu tun, wenn man dir hier das Messer ansetzt. Ja, von dir hat das nichts damit zu tun, weil du sowieso da einstehst, ja, oder da bist, aber dieses, ich kriege immer dieses Messer ansetzen. Man will dir das Messer ansetzen. Ja, dann entferne diese Person das Messer, na, und sage da, machen wir nicht. Wieder schauen. Ja, schau mal, hier haben wir sogar die Freundschaftskarte drunter. Du wirst nun merken, wer dir treu und loyal zur Seite steht. Hilfe ist schon unterwegs, es geht gut für dich aus. Ich sag dir, vielleicht ist das. Wie gesagt, jemand aus den Freundschaften, na, es kann aber auch jegliche andere Person sein, mit der man eine Verbindung hat, na. Und wenn man das mit dir so praktiziert und wirklich so weitermacht, dann kann das gut sein, dass du hier sagst, nee, also ich habe da keinen Nerv dafür. Ach, hier habe ich eine Karte vergessen. Die ziehen wir doch nochmal raus. Perfekt passend. Die Sechs der Münzen. Weil es hier um ein Geben und ein Nehmen geht, ja, und hier ist aber kein Ausgleich.
Und für dich ist es wichtig, dass du in deinem Ausgleich bleibst. Du sagst, ja, pass mal auf, ich habe dir immer geholfen, ich war immer für dich da, ich habe dir immer zugehört und bla bla bla. So, und jetzt kommst du mir so ums Eck. Na, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, da kann er sich oder sie sich ihre Blümchen daheim auf den Tisch stellen und anliebäugeln, aber mit Sicherheit stehen sie nicht bei dir auf den Tisch. So ein Geschenk nimmst du nicht an. Das ist auch kein Geschenk, sondern man will dir hier wieder irgendwas verkaufen. Aber wenn du auf diese Sache einsteigst, dann kann ich dir gleich sagen, dass das keine, das ist kein, da ist keine Ausgewogenheit dahinter. Ne? Gerade jetzt, wenn du wieder etwas leihst, die Frage ist, hast du das letzte schon zurückbekommen? Wenn nicht, dann schaut es hier nicht besonders rosig aus, dass du das nächste dann zurückbekommst. Oder wenn du hier wieder irgendetwas machst, ja, es ist ein bisschen einseitig hier. Und hier geht es um Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ich etwas gebe, dann darf ich auch etwas nehmen. Und wenn ich etwas genommen habe, dann gebe ich auch wieder etwas. Ja, aber hier haben wir ein Ungleichgewicht drinnen. Du wirst eine kluge Entscheidung treffen. Ich sage, es geht gut für dich aus. Ja, du kommst da gut aus der Hausnummer raus. Aber wie gesagt, nur wenn du in deinem Frieden, in deiner Leichtigkeit bleibst, na, weil hier ist jemand nicht standhaft oder hier ist nicht jemand in der Balance, sondern hier eilt jemanden und hier will jemand Druck machen und das ist mit Sicherheit nicht in der Ausgewogenheit. Ja, what für eine Message. Also bereite dich vor, hier kommt etwas rein. Na, wenn es dich betrifft, dann bist du jetzt für dich selber gewappnet, dass du hier nicht aushandelst. Na, wenn hier jemand vielleicht nicht für dich Zeit hat oder dir etwas nicht geben möchte, dann ist es dein eigenes Verhalten, das hier zu hinterfragen ist. Aber es ist hier schwer, denke ich, jemand anderes, der so in dieser Art und Weise weiß nicht. Mir ist nicht schlüssig, gell, was man mit solchen Verhalten immer erreichen will. Aber durch das, was wir hier schon gesehen haben, ne, mit den 8 der Schwertern und mit dem Teufel, da ist jemand einfach in der Abhängigkeit drin, in der Bedürftigkeit. Ja, man ist vom Verstand her unterwegs. Das heißt, diese Person merkt nicht, was er da tut oder was sie tut. Also sie wissen zwar das, was sie ausführen, das ist immer ganz spannend, ne? Sie wissen, was sie tun, aber sie begreifen nicht, was sie mit dem da anrichten längerfristig oder in dem Moment dann wirklich anrichten. Das ist so. Und das ist eben genau diese Wut, die dann entsteht, ne? Wenn man nicht helfen will oder wenn du jetzt nicht kannst oder wenn es dir nicht möglich ist, dann wütend und aufbrausend zu werden und dir dann das Messer anzusetzen, na Heidewitzka. Ja, das ist genau der Weg nach vorne, wo man wirklich eine Ausgewogenheit erreicht, wo man eine positive Entscheidung heranzieht, wo man durchaus erfolgreich sein wird. Genau, eben nicht. Na, aber gut, das muss die Person für sich selber rausfinden. Du bist auf jeden Fall hier schon mal vorbereitet. Na? In diesem Sinne schauen wir uns natürlich im Zuge dessen auch gleich die Short Message deines Gegenübers an und mal gucken, was hier auf der anderen Seite los ist und ob das hier irgendwo in dem Zusammenhang hängt. Na? Okay, ich drück euch ganz lieb. Lasst euch, wie gesagt, hier nicht unterkriegen. Bleibt in eurer Stabilität, in eurer Leichtigkeit. Es wird sich lösen, das Ganze. Keine Sorge, du wirst hier unbeschadet davonkommen. Also, ich drück euch. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melanie.